Gaan we alle hem? Der Mann tut's viel mal, tut's sicher auch mal, was mehr schwätzen. Was geht? Der Mann tut's gravar, was mehr schwätzen. Verwitzen. Also, das ist ein Deutsch. Ja, Ausländer, ja. Und das ist was für Deutsch? Hunsrückisch. Ah, schön, das ist was extra. Was wir noch kennen von Hunsrückisch, von Anwanderung, gell? Aha. Das wird sich alles verlieren mit der Zeit, gell? Und dann tun wir als Sammerschlamm. Hunsrückisch, Brasilianisch, und dann gibt es so eine Mischung als. Spiele ich oder du? Was spielst du? Noch dein? Oder ich spiele du? Was? Na, du musst zum Zweiten spielen. Clementine, in was für Sprache du das liebst sprechen? Ja, ich tue das liebste Hunsrückisch. Plattdeutsch. Aha. Du tust mein Fall Hunsrückisch. Ich spreche doch Deutsch. Und Deutsch. Deutsch, Deutsch. Aha. Deutsch, Hunsrückisch, noch nicht Deutsch. 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 Noch nicht mehr Hunsrückisch. Aber seht mal. Ja, Hunsrückisch, na verdade, eher nosse Expression, wie man sagt. Agora schon gelernt Deutsch sprechen. Aha. Ja. Not ist das Brasilianer, der Not. 80 Jahre alt und meine Mutter ist 78 Jahre alt. Und die schwätzen? Und die schwätzen mit mir und haben uns auch gelernt, Hunsrückisch. Deutsch schwätzen, Hunsrückisch. Die Deutsch, wo ich spreche, habe ich gelernt in der Kommunität, wo ich gelernt habe. Wo ich gewohnt habe, bei den Hunden. Und wie nennst du das Deutsch, was du sprichst? Schademäßig. La Schademäßig. Mhm. Und schon mal ein Wort gehört? Oh. Nein, das ist ein Dialekt, okay. Jeder Platz hat seine. Und Hunsrückisch? Weiß ich gar nicht, was das ist. Meist die sprechen viel Dings, ne? Hast du das Wort noch nie gehört? Doch. Wir sind so, gell? Aber der Hunds. Hunsrück. Aber ich spreche, wie ich gelernt habe, und nichts zu machen dran. Gell? Wenn ich jetzt heute alles Deutsch spreche, dann falle ich die Zeit, wo ich und ich die Leute sind, wo schon am anderen Stelle angefangen zu sprechen haben. Ne? Da habe ich jetzt denke, ich denke mal heute und da habe ich alles Deutsch gelernt. Deine Eltern auch die haben immer gesagt, Hunsbuglig, mein Eltern. Aha. Aber ich sage schon heute Hunsrück. Meine Familie sind von meiner Mama. Und mein Papa hat alles Deutsch gesprochen und wir sind so 8 Geschwister und die tun alle Deutsch sprechen. Meu pai e minha mãe sempre moraram perto, uns 2 quilômetros. Só que meu pai falava de jeito em alemão, o Hunsrück. E minha mãe, na família dela, dava mais pro alemão padrão, né? Porque os Herr vieram mais de Berlim, mais do centro. Então eles também tiveram, quando eles casaram e passaram a viver junto, também tinha palavras que eles não entendiam do outro, assim, que eles foram aprendendo um com o outro. Wir sprechen mais, denke ich, das Hochdeutsche. Noch ein bisschen.
Und dann sind viele, wo der Hunsrück spreche tun. Ne? Und wie sprechen die Hunsrücke? Kannst du ein paar Wörter nennen? Wie die Eva schon sagt. Wie war das jetzt noch? Was war das? Ledig. Ledig. Du hast gemeint, du wärst es schon ledig, ne? Dann leidig. Ledig ist, wenn einer noch allein ist. Ne? Ist noch ledig, ist nicht verheiratet. Ne? Der ist noch ledig, ne? So sprechen wir. Ich habe mir schon gesagt, wie die Gladys hat auch. Die Oberlippen stehen. Mhm. Die sammeln Stein. Nee, so in der Leiden stehen. Die Leiden stehen. Ja? Gine ja. Elisfall und Paripolio, Kappes, ne? Ah. Mehr habe ich mir Kraut gesagt. Kappes, ne? Ja. Ja, Elisfall und Kappes. Mehr primero tempo, ich habe es so mal weggefahren. Kappes, man weiß auch noch, wie das Kappes nicht was. Die Mami kennt so den Namen Kappes. Sindra hier, auch der, die wir sind ja hier unten. Die tut so, wie sieht man, die ist Deutsch, die versteht man gut. Aber wie soll ich sagen? Wir sagen hinlaufen. Aha. Und die sieht hinlaufen. Ah, so ein bisschen. Das ist doch von der Tradition. Die ziehen die Wetter leicht. Wurscht es nicht. Du musst sagen, wie die sagen. Das ist mir. Aber mich hat mal eine Frau gefragt, ob sie noch die Leder hätten. Sie wollte die Borche. Und das habe ich dir nicht verstanden. Das Lederborche. Weil ich dachte, Leder. Und ein Leder ist Hunsrück hat gemeint, ein Leider. Das ist ein Leider. Ah, ist gerade. Ist gerade. So ist das viele alles durch. Ja. Dann war es eher ein Spaß gewesen. Und da hat der Kerl gesagt, wollte sie prägen, gell? So, du darfst für dich das besser ja. Wie ich. Wollte sie ohne eine jedenfalls haben. Er hat gesagt, du kannst haben, aber nicht den Kopf. So spät, ich ziehe die Wände. Ja, ist du, das ist viel. Wie siehst du? Die Hinkel hat neue gelegt. Eier. Oh, jedenfalls auch das Zerto. Eier, oh. Aja. Und von diesen Tanzen kennen viel das Deutsche noch erzählen? Die meisten. Die große Alp. Und die Kleinen dann die meisten, nicht gerade all die Kontinenten, aber viel verstehen sie. Und wird auch Deutsch gesprochen? Ja, bei unserer Gruppe, wo ich mit tanze, sprechen wir alles Deutsch. Wir müssen den Tanz auch auf Deutsch sagen, so, links und rechts und vor und Walzerschritt, Polkaschritt oder Drehen, das kommt dann auf Deutsch. Ganz viele Kinder sprechen noch Deutsch, aber es ist auch eine Zeit gewesen, wo man gemeint hat, das Deutsche, Hunsrückische, ja, das ist das falsche Deutsch, das verkehrte Deutsch. Und dann hat man lieber den Kindern das Portugiesische beigebracht, wenn es auch schlecht war, statt Deutsch gesprochen. Das war der größte Fehler, was viele gemacht haben. Viele Kinder sind aber auch in die Schule gekommen und die haben kein Portugiesisch gesprochen. Das war auch ein Problem. Ich bin in die Schule gegangen, da war die pure deutsche Kinder, die Deutsch gesprochen haben, nicht Brasilianisch konnten. Und der Lehrer war Brasilianisch. Ich habe brasilianische Schule gehabt. Und wir haben alle schwer gelernt. Ne? Und ich uns habe mehr gelernt, so, weißt du, als ein Wort gelernt. Ne? Aber wir haben die meiste Zeit Deutsch gesprochen. Bloß der Lehrer hat brasilianisch. Ich war der erste Tag in der Schule. Und als ich heimgekommen bin, hat der Papa mich gefragt: Ja, was hast du schon? Brasilianisch gelernt. Ich sagte: ein bisschen kann ich schon. Auch hat der Papa mich ausgelacht. Was hast du dann gelernt? Ja, ich sagte, Poco. Ja, was ist Poco? Poco ist ein Schluck. Ja, wieso? Ich sagte, in der Schule hat eine Fläche gehabt mit Wasser und mit Kaffee. Und da hat der andere gesagt, mit einem Poco. Und da hat er dann das Fläschchen gegeben und hat einen Schluck getrunken. Oh, Poco. Ich habe mal Poco, ein Schluck.
Yes, du warst nicht verkehrt. Verkehrt. Und nach 14 Tagen haben die Lehrer mich angeguckt und sagte, der sieht ganz schön schlau aus, der tun wir gleich mal in die Zweitklasse bringen. Aber die Kollegin, die in der Zweitklasse war, die hatte ein Jahr Deutsch gehabt. Jeder Tag. Außerdem waren es Buben von Pfarrer und von Doktor und von Lehrer. Und ich war ein Bauersbub und hatte keine Ahnung gehabt von Deklination und Konjugation. Und ich habe mein Deutsch gesprochen, wie man daheim spricht. Da gibt es kein der Mann des Mannes, den Mann, dem Mann. Da gibt es nur der Mann. Ich habe Brasilianisch gelernt, wie ich in die 20 Jahre war. Da habe ich angefangen zu arbeiten in der Stadt hier. Und dann habe ich angefangen, Brasilianisch gelernt. So war es immer Deutsch. Tem aqui trabalho com Hunsrück nas escolas. Por que vocês consideram das wichtig? Das ist ein Ort, wo schon ganz Zeit angefangen ist. Ne? Am Anfang war es mehr mit dem Sprechen gewesen. Und heute ist ein Trabalho gemacht, eine Arbeit gemacht, Pesquisa und Studio. Haben sie angefangen zu schreiben. Ne? Heute sind zwei Sachen Schule, Arbeit. Ne? In zwei Schulen, wo sie schreiben auch. Und an einer Schule, wo sie mit den Kleinen mehr sprechen. Ja, aus der Oralität, wo sie mehr erzählen. Ja. Die zwei Arten sind important. Ich tue dann Stories erzählen, ne? Als Professor da Ordo Conto. Und das habe ich auch gemerkt. Bem no início, eu contava a história e as crianças pareciam que não entendiam. Né? Eles não interagiam, não participavam, parecia que tinham medo, timidez de falar alguma palavra, de formular uma frase, de dizer o que achavam da história. E aí eu pensei, vou mudar isso. Então, eu comecei a falar tarde, né? Isso é a história. Isso é brasileiros, né? Isso é tarde. Brasileiros, isso é tarde. Und da noch, ne, wie die Geschichte am Ende war, und da, wenn ich gefragt habe, ne, was sie gefunden haben, da, meine Nase, da ist alles gekommen. Ne? Und da habe ich verstanden, ich bekämpft, jetzt hätte sie mich verstehen. Ne? Das sind wir, wo ganz viel Deutsch sprechen. Und als tut man dann anfangen, Deutsch, ich hätte sie gerne Deutsch sprechen. Ne? Ja, und dann tun ich sie als Aufzieher, soll das essen, das, wie das gemacht wird, was er soll essen. Ich hatte noch Deutschschule nach der Zeit. Wir hatten auch Deutschschule in, wie sagt man, in die Schule. Ne? Hier? Ja. Hier in Heu... Ja, in Arroyo Grande, wo ja. Wir... Ich bin da ungefähr von Esquina Erno Weiss, es ist 8 Kilometer runter. Und ich bin von... Und, da hat der Lehrer Samstagmorgens war Deutschschule gewesen. Da haben wir Deutsch geschrieben und Deutsch gesungen. Und hat er ausgelegt. Und haben Sie auch Deutschschule? Mama, was? Ob du auch Deutschschule hättest gehabt? Ja, nur Deutsch. Ich kann hier gar nicht Brasilianisch. Ich möchte noch in die Schule gehen. Meine Wiege war ein Kasten unter einem Schindlendach. Eingerollt hat mich die Mutter in ein paar Plumben statt in Windeln. 1, 2, 3 und 4, alle Mädchen sagen hier. Guten Morgen, ich bin hier. Guten Morgen, ich bin hier. 1, 2, 3 und 4. Alle Jungen sagen hier. Alô, alô, boa tarde! Estamos entrando no ar com mais programa Show de Bandinhas pela Rádio Comunitária 105.9. Abraço a todos e agradeço pela sua companhia. Tem mal guten Tag, wie geht's? Alles gut? Wollen wir mal hoffen, alles gut geht, ja?
unseren Musikkapellen mal weiterführen können. Da ist schon bei ein Uhr und zwei Minuten deutlich, kann man doch jetzt mal ein bisschen mehr benutzen. Ne? Da haben wir noch ein bisschen noch tanzen können, bis drei Uhr ein bisschen benutzen können. Und viel, überhaupt heute ein bisschen hitzig, ein bisschen heiß, ein bisschen warm. Ne? Das soll ein bisschen ausgehen, sie wollen noch Ehe geben und so weiter. Mal tut. Ja, guck, wie das eine Chance schön ist. Nein, und da war. Mas se você quer participar, não tem problema. O telefone é 3056-2994. E também vamos dar uma força para os nossos apoiadores, que acreditam em nosso trabalho. E para eles também. Bom negócio. E com essa aí, a gente vai ligar a primeira música do programa, esperando a sua ligação. Boa tarde. Und so ist das heute noch, weil ich fahre viel interior, wie ich in die Kampagne gemacht habe, Vereador. Ist man da auch hingekommen, weil die alte Mutter, ich hatte, die waren froh, die haben getitschelt und haben gemacht, das war direkt was Schönes. Man kommt hin, man weiß nicht, ja, ist das ein Deutscher, ist das ein Brasilianer, dann spricht man so Deutsch an, dann war es daheim. Ne? Das war immer schön, das, ist, das macht dem selber Spaß, wenn man kann, auf so einen Platz hinkommen. Ist direkt ein anderer Mensch, wenn man da hinkommt und kann die Vaterchen, die Mutter hier so Deutsch sprechen. Das haben die mächtig gehört. Wie ist das mächtig gut, Deutsch-Hunsrück zu sprechen? Weil vielmal muss man in der kleinen Stadt, in der kleinen Gemeinde arbeiten und viele von den Leuten sprechen Hunsrück. Und wenn du mit denen in Hunsrück sprechen tust, dann tun sie dich die Türe aufmachen. Viele sprechen wenig Portugiesisch. Dann, wenn du unsere Gespräche tust, ist viel leichter. Ich kann ein bisschen lesen. Ein bisschen lesen? Mhm. Hochdeutsch lesen? So. Nein, der Hunsrück. Ah, Hunsrück. Ja, der ist im Journal immer. Ah. Als Stiger von dem Diario von Ibudi. Ah. Ja, da sind immer Stiger drin von Hunsrück. Aha. Und dann tue ich, lese tue ich so ein bisschen, aber wenig. Und jetzt mit dem Dokumentar, den ich gemacht habe, war viel wichtig für uns, weil ich habe auch damit gelernt. Ne? Weil zu hier mit unseren Freunden tut man wenig unsere Gespräche. Ne? Spricht man mehr daheim, mit unserer Mutter, mit meiner Schwester, aber nicht mit anderen Freunden, wenig. Und dann tut er wenig mit der Arbeit, mit mehr gemacht, mit dem Dokumentar habe ich schon mal sehr viel Worte nochmal gelernt und schon vergessen habe. Petrópolis, Nova Petrópolis, ist eine Stadt, wo eine starke Kultur Germanica hat. Und für uns hat nichts der Zweck, wenn wir schöne Häuser in Deutsch gebaut haben, ne, wo ein schönes Festival der Folklore, wenn wir ein schönes Frühlingsfest haben, wenn wir ein schönes Fest machen, Sabores da Colônia, wenn unsere Leute nicht Deutsch sprechen. Was bedeutet die Sprache, die deutsche Sprache für die Kultur und die Geschichte hier in der Gegend? Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das? Die deutsche Sprache? Es ist unser Leben, ne? Es ist unser Leben, porque wir haben so gelernt von klein auf an. Nachher hat man es nie mehr verlernt, weil die Leute haben auch Deutsch gesprochen, ne? Und heute noch, wenn du vorkommst, bist du Brasilianisch sprechen, wenn du das siehst, bist du dann Deutsch sprechen mit den Leuten. Ne? Die Mehrheit so darum spreche Plattdeutsch. Aber 75% inwärts von Munizip Strehlen sind deutsche Leute. Die Leute von hier sprechen meistens Deutsch. Meist denkt, die wo reinzukommen, aha, von Brasilianisch. Bisschen weiter. Ja, weiter. Und das sind bis Plätze. Bank, lojas, comércios, supermercados, wo die wo sie Leute anstellen tun, für sie schaffen und die miese Deutsch können sprechen. Wo die Leute zu bedienen. Wir wollen ein Lied singen, das tut einen mächtigen viel verlangen nach der Zeit von unseren Eltern, wo wir in unserer Heimat gewohnt haben. Und die Eltern sind jetzt nicht mehr da, das gibt einen mächtig viel verlangen. Wenn wir das Lied singen, das tut einem weh bis ans Herz. Nach meiner Heimat geht sie nicht wieder. Es ist die alte Heimat.
ich singe in der Kirche, gehe ich vor. Ah. Im Gruppe der Göntes, dass ich da ist, das geht auch Domingo de Manhã. Ja, warum heißt es dann doppelt begott? Weil hier zwei Gemeinden sind. Ah, Tate. Eine evangelische Gemeinde und eine katholische Gemeinde. Aha. Und die Gemeinde, die haben Schule und Kirche, jeder ein. Jeder und auch. Und jeder ein sein Kirchhof. Jeder sein Kirchhof, jeder ein sein Kerb. Ja, auch. Ein Fest. Kerbefest, dann zwei Kerbefeste, die evangelische Kerb und die katholische Kerb. Und gehen die katholische bei die evangelischen? Gehen beisammen. Tun sie auch mit zusammen heiraten? Auch. Doch. Ja. Ja. Mit zusammen heiraten. Tun ja, viel. Hä? Viel? Ganz viel. Ja. Ganz viel. Weil früher, ganz, wie wir jung waren, ja, da war das, die Eltern haben das verboten. Wenn du ein Jung, ein deutsches, ein evangelisches Mädchen amoriert hat, das durfte nicht heiraten. Ja. Ah. Heute tut niemand mit, was dagegen. Ja, das ist frei. Und niemand mit, was dagegen. Integriert. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte und sind da. Jetzt in der Stunde in der Tag. Mhm. Und das machst du jeden Tag? Jeden Tag. Morgens und abends? Ja. Mhm. Und als zwei Rosen tue ich als Mittag, in der Mittagstuhl, wenn ich nicht schlafen kann, tue ich als zwei Rosen später. Und du tust die Glocke ziehen? Ja, ich bin der Zieher, die Glocke, ja. Aha. Sprichst du? Das alles reinmachen, die ganze Kirche. Aha. Echen, reinmachen, alles mit Kirche, das mache ich alles. Wie ich bin geboren, katholisch, plattdeutsch. Ja. Ich kann mal gehen auf der Perich. Ja. Geh mal heim. Ja. Ja. Und die deutschen Russen, die Evangeliker, die sagen, die sagen. Aha. Sohn, sagen. Ja. Die sagen, geh mal zu Hause, geh mal auf den Berg. Das ist die Differenz, die Unterschied mit den zwei Sprachen. Und ich Russe spreche alle beide. Ich bin geboren katholisch, plattdeutsch. Ich habe heiratet mit Alemann Russo und die hatten ein Kommerzi, ich habe gearbeitet und habe alles gelernt da bei ihr in die Polizei drin. War immer voll Leute, immer Russenleute. Ich war immer rodeado mit Russen. Ich habe mir obligiert, Deutsch erzählt, nicht erzählen, erzählt mit den Leuten, weil es waren alle ältere Menschen. Was ist für dich Deutsch? Deutsch ist mir ein bisschen auch so, wie ich so wissen. Jetzt ja, aber richtig Deutsch nicht, aber so ungefähr Deutsch geht es so. Aber richtig. Willst ich meine, in Austriesen bin ich die anders noch, aber so wie ich weiß. Aber aha. Vor, denke ich. Die Tiroler hier, ja. Die dann anders. Du sprichst drei Sorten Deutsch. Drei Sorten Deutsch. Was für? Kaffeebleckers, Deutsch und Hochdeutsch. Und wie viel Sorten Deutsch spricht ihr? Hier gibt's so eine 6-7 verschiedene Sprachen. Oh. Und die ist mir alle egal. Die verstehe ich und spreche auch sie alle. Was versenden die sechs? Ja, wie man sie nennen soll, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist Plattdeutsch, verschiedener Arten. Man war viel da und da. Und die Frau gesagt, eine wie die Anna, ist er eine gut, dass er ohne Milch geworden. Milch, was habe ich gedacht, was hat die Frau jetzt da gesagt? So, ich war noch gefragt. Und da ja, hat die Kuh Hemmels gekriegt. Das ist ein Melkwart, hat sie gesagt. Ah. Ich wusste nicht, was das war. Gell? Das ist in Berlin, westfälisch. Westfalia Colinas ist das. Halb und halb. Ja, ich bin hier von Berlin und hier Berlin ist bloß Deutsch. Und jetzt wohne ich in Schmitzbegann. Und dort wohne ich mehr Platt sprechen. Ja. Und dein Eltern, was haben die so gesprochen? Mein Vater tut Platt. Sprechen. Meine Mutter tut Deutsch sprechen. Deutsch. Aha, mein Großvater tut Deutsch sprechen. Ne? Sein Großvater ist auch von Deutschland kommt. Ne? Und dann der kennt nicht das Blatt. Und welche Sprache sprichst du? Alle drei. Deutsch. Welche? Wie heißen die? Alle vier. Plattdeutsch, Deutsch, Russisch und Italienisch. Alguma coisa.
von Deutsch? Ich habe Deutsch gelernt, ich lebe von klein auf. Gewohnt bei meinem Wohnen. So habe ich Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch nachher brasilianisch in die Schule, weil ich angefangen habe, in die Schule gehen. Da habe ich brasilianisch gelernt. Ich habe nichts Probleme, nichts gegeben. Ich habe leicht gelernt, brasilianisch sprechen. Ich habe Kollegen, die nicht so leicht gesprochen und alles deutlich nicht gesprochen. Ich hatte Probleme nicht und habe leichter in Englisch gelernt. Dabei. Ich habe mehr so leichter die Wörter verstanden. Dabei. Aber bei der Wohnung immer gesprochen, heißen da spricht man nicht so viel. Aber daheim war es bei den Papa und den Mama. Ein Wort oder zwei gehen raus, aber nicht so viel mehr, wie ich bei der Wohnung gelernt habe und gewohnt habe. Der Deutsch, habst du ruhig. Weißt, der hindert mich gar nichts. Ne? Ist wie man. Heute ist sehr important, für, wir wissen mehr als in Jingen, wir wissen lernen, weil wenn man nicht lernt, kommt man kein Platz hin. Und außer das Lernen ist es noch mehr important, dass man mehr Sprachen wissen. Ne? Mhm. Und noch mehr wie so, das Englisch ist important, das Spanisch ist auch important. Aber der Deutsch hindert eher gar nicht, wenn man das weiß. Und habe schon mal weiß, der tut uns viel facilitieren für alle Sprachen wissen. Ich habe einen Kurs von Englisch gemacht, eineinhalb Jahre. Und ich habe es viel leichter gefunden, zu machen, den Englisch, weil ich muss Deutsch sprechen. Meine Mann hat auch Englisch gemacht und die hat mehr Difficultäten. Fazer lernen, zu sprechen. Veja, das da que tá de luxo, né? Aber ich hab mehr facilidade. Die Wörter sind alles von Englisch, nämlich. Fisch, mit so einem Fisch, so in Englisch ist auch Fisch. Dann ist das schon leichter zu sprechen. Normalerweise, ich habe das alles gesungen und ich spreche Deutsch gerade wie mir auch. Und dann meine Frau auch, die spricht auch alles Deutsch, spricht auch Brasilianisch auch gut gern. Und die haben das auch gelernt, sogar wie wir es auch gelernt haben. Ja, ja meine drei, die sprechen mehr Brasilianisch. Mhm. Ja, aber die sprechen Deutsch auch, die tun ein bisschen viel denken, weil die wohnen nicht da, die wohnen in der Schule. Ja, die Industrien, die Enfermeren, die Kurier sind im Tourismus. Und dann haben die mehr Brasilianisch wie Deutsch, die in der Stadt, glaube ich. Mein Selvi. Wie sieht man das Hunsrückische hier jetzt so? Ist das, man hat immer so ein Leid, wo sprechen die so, das wäre ein Hegespruch. Sind die Leute heute wohl sprechen stolz oder schämen sie sich noch? Ich denke, die schämen sich. Schämen sich noch? Ich denke ja, weil keiner sagt mal zu uns, oh, was dir schwätzt, das ist ein Spruch. Ja. Hat auch eine Grammatik. Es hat auch eine Grammatik. Nicht verbraucht. Ja. Und dann die meisten Leute, die schämen sich. Man schwätzt, aber ich denke, die Leute schämen sich ziemlich noch. Die wissen nicht, dass das ein Valor hat, dass es ein Spruch ist. Weniger lernen, ne? Mehr immer gleich Brasilianisch oder Englisch dann auch. Ne? Unsere Kinder 4 und 5 Jahre haben schon Schule von Englisch, ne? Jede Woche und Deutsch nicht. Ne? Das ist was, was sie am Verlieren ist. Ne? Kennt mehr Schule sind für unsere Länder. Ne? Mhm. Nicht bloß sprechen wie auch schreiben. Ne? Mhm. Ich habe nicht gelernt schreiben, bloß sprechen. Das ist sehr, ich meine, das wäre immer wichtig, das weiter zu erhalten. Weil, wenn das ist gerade so, wie wenn man ein Kind ein Glätschchen von Hand abnimmt, wenn die Eltern das nicht weitergeben. Das fehlt dann immer hier, das bleibt ein Liegen im Leben. Und die Gelegenheit, die die Eltern nicht denen geben, die müssen denen hier teuer bezahlen. Ich sage, der Heim hat ein Wetterbuch, ein lebendiges Wetterbuch. Und hier muss das ein anderes. Kalter Wetter bin ich ja hoch. Das fehlt ja dann. Das kommt nicht so natürlich raus, wie auch die Spätzchen, so Dings. Das kommt nicht so raus, wenn du das nicht gelebt hast. Und dann so ist es auch mit den. Man sollte mehr werden. Ich meine, die Ratschwester hier auch, wie die Nova Petropolis-Ratschwester. In die Autobahn zwischen denen Deutsch Musik. Wir haben ein Programm. Ich habe ein 2-Stunden-Programm samstags. Da ist eine andere, die 2 Stunden hat, sonntags. Das ist aber nicht, wie wenn es in der Woche über Algebot zum Deutschmusik drin spielt ist oder was Deutsch. Das ist viel besser, jeden Tag ein bisschen was. Das sind unsere ersten Engelkinder hier.
ihr denn auch Deutsch lernen? Wollen wir ja. Ja. Du mal, ne? Ah, Deutsch schon. Jedes Jahr gibt es von der ARPA ein Theaterfestival. Und das Theaterfestival hat das Ziel, dass man nicht nur Deutsch, also nicht nur Deutsch schreibt, sondern dann auch viel spricht. Und da darf man Dialekt spielen. Und wir sprechen dann immer, wir machen dann immer Dialekt. Und unser Ziel hier von der Schule ist dann, dass wir dann immer ein Stück Hunsrücke spielen. Und das nennen wir auch, unser Stückchen heißt dann auch immer, es ist unser Deutschschatz. Warum ist das unser Deutschschatz? Wir hatten schon mal eine Sketche aufgebaut, wo man so einen Schatz hinhergetragen hat und da drinnen war nichts und war aber alles, war unser Dialekt. Ja? Unser Hunsrückisch war unser Schatz und ist unser Schatz. Und das macht auch den Kindern viel mehr Spaß, wenn die hier im Korridor mit Hunsrückisch angesprochen werden, als mit Hochdeutsch oder Portugiesisch. Und wenn die dann auch Hunsrückisch spreche und spiele, dürfen. Ja? Und das Schönste vor denen ist, dass das denen Spaß macht, dass das lustig ist. Und dann, was ganz anderes ist dann auch, wenn es Hunsrückisch ist, dann sagen sie immer, das muss mit Humor sein, sonst hat es keinen Sinn. Ja? Die Leute lachen dann auch darüber. Und wenn das ein ernstes Spiel ist, dann ist es auch kein Hunsrückisch. Ja? Aber das ist nicht Lachen von einer Situation, von dem Allemand Batata. Nicht das. Das machen wir nicht. Wir machen genau das, dass man ein bisschen was von dem Hunsrückisch, was man schon ein bisschen vergessen hat, wieder neu ins Stück reinbringt. Das machen wir. Freistelle? Ich habe mit einer selber schon gesprochen. Es hat das Kind eins nicht gefallen, die Gräser. Meistens kennt die Kante eine Gräser. Was der wohl kennt auswählen? Und so eine Sauflieder. Ich bringe auch meine Brille mit. Du etwas aussuchen, was der Gent singt, und dann ist schon gut und schön. Kann man ja auch eins dann mal, wenn ich dann allein singe. So. Jo! Mein Vater, der sagt immer, trinket wer gut viel den Kopf. Er trinkt kaum ein Glas Bier und dann sucht er schon den Kopf. Hopsasasa, alles ist möglich. Hopsasasa, alles ist wahr. Ich wollt mal namorire, meine Mutter nimmt den Besen. Du tragst noch keine Unterhosen, sei so gut, du dummer Esel. Hopsasasa, alles ist möglich. Hopsasasa, alles ist wahr. Wenn man schläft, ist doch natürlich, denn träumt man von dies und das. Mal träumt, es hätt geregnet, morgens war der Strohsack glas. Hopsasasa, alles ist möglich. Hopsasasa, alles ist wahr. Eine Nacht bin ich erschrocken und bekam einen großen Schreck. Eine Maus groß wie ein Kater war bei mir unter der Deck. Hopsasasa, alles ist möglich. Hopsasasa, alles ist wahr. Hopsasasa, alles ist möglich. Dum, 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 dum.